Der Dritte Weg hat ein Plakat aufgehängt mit der Aufschrift "Hängt die Grünen". Unten drunter, ganz klein geschrieben, sodass man es nicht sehen kann, wenn man mit dem Auto vorbeifährt, aber sehr wohl, wenn man genau hinschaut, ist eine fadenscheinige Argumentationshilfe, die zu erkennen lässt, dass man damit nicht gemeint habe, man solle Menschen aufhängen, sondern vielmehr, dass man mehr grüne Plakate aufhängen sollte, weil der Grüne Weg eben auch ein Olivgrün als Parteifarbe hat. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft in Sachsen gesagt, wir können keine Straftat da drin erkennen, während die Polizei in München die Plakate abgenommen hat. Und jetzt hat mich zum Beispiel der Mitteldeutsche Rundfunk gefragt, wie ist das juristisch zu bewerten? Man hat mittlerweile zwei Argumentationen von der Staatsanwaltschaft bekommen. Und ich möchte hier, weil wir etwas mehr Zeit haben als in den Fernsehinterviews, kurz erläutern, was es damit auf sich hat, um nicht gleich direkt ins Sachsen-Bashing überzugehen, sondern es ein wenig zu verorten. Und ob man das dann am Schluss aus politischen Gründen wieder der Region zuschiebt, kann sich dann jeder selbst überlegen. Das erste Argument, was die Staatsanwaltschaft und Tagesspiegel und Spiegel Online hatten, das auch so wiedergegeben gebracht hatte, war, man könne nicht erkennen, ob grüne Politiker oder grüne Wähler gemeint sind. Also bei diesem Argument hatte die Staatsanwaltschaft durchaus angenommen, dass hier eine Straftat gegenüber Menschen gemeint ist und nicht gegenüber Plakaten oder Farben, hat aber die Strafbarkeit an diesem Kriterium scheitern lassen. Das kommt jetzt einem erstmal komisch vor, hat aber möglicherweise seinen Widerhall in der Kommentierung oder in der bisherigen Rechtsprechung zum 130 StGB Volksverhetzung. Beim 130 Absatz 1, und wenn ich jetzt hier eine Produktionsfirma wäre, würde man den jetzt hier einfahren lassen, mache ich aber nicht, jeder kann sich den selbst raussuchen. Da steht eben drin, dass es verboten ist, zum Beispiel zu Gewalt oder Hass aufzurufen gegen Teile der Bevölkerung wegen der Zugehörigkeit zu dieser Bevölkerungsgruppe. Und eine solche Bevölkerungsgruppe, die muss abgrenzbar sein. Und abgrenzbar ist beispielsweise der Begriff Asylbewerber oder eine Berufsgruppe könnte abgrenzbar sein. Christen oder Juden sind auch ein abgrenzbarer Teil der Bevölkerung. Grüne hingegen möglicherweise nicht, weil man nicht genau weiß, wer dazugehört oder wer nicht. An der Stelle vielleicht eine kleine Anekdote, die leider wieder auch aus Sachsen kommt. Da gab es mal ein Bild von frierenden Flüchtlingen in einem Flüchtlingslager in Griechenland, wo ein Zeitungsartikel eben darüber berichtete und ein Social Media Kommentator, ein User, schrieb drunter, naja, wenn denen kalt ist, dann sollen sie doch nach Auschwitz gehen, dann wird ihnen schon warm werden. Und die Staatsanwaltschaft Dresden hatte damals argumentiert, hier liegt keine Volksverhetzung vor, weil nicht klar ist, welche der Flüchtlinge gerade frieren und welche nicht. Also dieses Argument wurde auch dort wieder verwendet und es ist in diesem Fall nicht wirklich gut nachvollziehbar, weil es ja dem Kommentator nicht darum ging, nur die frierenden Flüchtlinge zu diskreditieren und sie nach Auschwitz zu schicken, sondern eigentlich alle Flüchtlinge. Aber das hatte die Staatsanwaltschaft damals in Dresden zum Anlass genommen, dass hier nicht eine klare Abgrenzbarkeit der Bevölkerungsgruppe vorliegt. 130 StGB mag nicht gegeben sein, aber darauf kommt es eigentlich auch nicht an, denn nach meiner Auffassung ist hier der 111 StGB, nicht der öffentliche Aufruf zu Straftaten, viel eher einschlägig. Und die Polizei in München hatte den 126 StGB dazu angeführt. Man hätte auch darüber nachdenken können, über Ordnungswidrigkeitenrecht vorzugehen. Da hätten mehrere Wege tatsächlich zu Rom geführt. Das Argument grüne Wähler, grüne Politiker kommt allerdings auch im Beleidigungsrecht vor. Und da erinnert man sich vielleicht an die Rechtsprechung zu dem Tucholsky-Zitat, alle Soldaten sind Mörder. Auch damals tat sich die Justiz schwer, die Äußerung anzuklagen, weil nicht klar war, wer hier beleidigt werden sollte. Denn für eine Beleidigung nach 185 StGB ist es erforderlich, dass die beleidigte Person bestimmbar ist. Auch da wieder das gleiche Problem. Wir wussten nicht, sind alle Soldaten auf der Welt gemeint oder nur Soldaten der Bundeswehr, die Mörder sein sollten. Und so kam es dann, dass man einen besonderen Straftatbestand im StGB einführte, der besonders die Bundeswehrsoldaten schützen sollte. Das war also so eine politische Aktion damals, weil man als Gesetzgeber die Bundeswehrsoldaten nicht schutzlos stehen lassen wollte. Aber für unseren Fall kommt es nicht darauf an, ob grüne Wähler oder grüne Politiker gemeint sind, sondern es kommt darauf an, ob die Tat, zu der aufgerufen wird,
hinreichend konkretisiert wird. Und da ist es nicht erforderlich, dass jedes Opfer namentlich erwähnt wird, sondern es muss eine bestimmte Opferkategorie erkennbar sein. Und das ist hier der Fall, wenn man einen bestimmten politischen Gegner erwähnt. Das Gleiche würde natürlich auch gelten, wenn man sagen würde, Nazis aufhängen oder AfD-Anhänger gehören abgeschlachtet. Auch das sind Hasskommentare, die selbstverständlich strafrechtlich relevant sein können. Das zweite Argument, was aber die Staatsanwaltschaft Chemnitz war es wohl, oder Zwickau, nein, so rum war es, nachgeschoben hatte, war, dass die Ernstlichkeit der Äußerung fehlte. Und das ist ein Argument, mit dem man sich tatsächlich ernsthafter auseinandersetzen muss. Denn tatsächlich in der Kommentarliteratur findet man immer wieder den Hinweis darauf, dass es zwar nicht unbedingt darauf ankommt, wie die Person es gemeint hat, aber wohl darauf, wie es aufgefasst werden kann. Also wenn tatsächlich ein ernstlicher Aufruf, also ein Auffordern dazu, die Straftat zu begehen, vorliegt, dann erst tritt Strafbarkeit ein. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, viele Leute werden das eher als einen Scherz verstanden haben oder als eine Polemik. Nur wenige werden es als tatsächlichen Aufruf dazu, Straftaten zu begehen, verstanden haben. Reicht das aus? Wenn ich an eine Vielzahl von Menschen natürlich einen Aufruf richte und dabei in Kauf nehme, dass nur eine kleine Minderheit davon dies tatsächlich als einen Aufruf versteht und eine noch viel kleinere Minderheit dann tatsächlich auch aktiv wird, dann habe ich aber trotzdem zu Straftaten aufgefordert. Es ist nicht erforderlich im 111 StGB, dass ich jetzt hier mit Massen mobilisiere, denn der 111 stellt ja gerade den Aufruf unter Strafe und nicht die Anstiftung zu der Tat tatsächlich später ausgeführten Tat, denn dafür bräuchten wir den 111 StGB nicht. Aber es muss schon so weit gehen, dass ernstlich zu befürchten ist, damit zu rechnen ist, dass jemand zur Tat schreitet. So, wann ist das jetzt der Fall? Ich glaube, wir müssen die Rechtsordnung mit einer Zäsurwirkung vor und nach Lübcke betrachten. Das ist schade, weil man eigentlich natürlich das Problem schon früher hätte ernst nehmen können. Aber wir wissen spätestens seit Lübcke, dass aus Hetze und Aufrufen zu Gewalt auch tatsächlich Taten werden können. Wir wissen, dass die Taten, die dann tatsächlich begangen werden, motiviert worden sind durch eine gesamte Atmosphäre, durch eine Gemengelage, die entstanden ist durch solche Aufforderungen, durch ein Klima, in dem Menschen anderen sagen, dass es in Ordnung ist, Gewalt anzuwenden. Und dazu trägt natürlich ein solches Wahlplakat bei. Übrigens würde auch ein Plakat von der anderen Seite, schlachtet alle Nazis ab, genauso dazu beitragen, dass wir die Hemmschwelle zur Anwendung von Gewalt zum Zwecke des politischen Diskurs absenken würden. Und das ist das, was man eigentlich zugunsten der öffentlichen Sicherheit unterbinden könnte, wenn man ihn wollte. Und hier zeigt sich wiederum, es handelt sich auch um eine politische Einschätzung. Staatsanwaltschaften sind nicht so unabhängig wie Richter, sondern unterliegen einer Weisungsbefugnis des Ministeriums der Staatsregierung. Ein Justizminister in Sachsen könnte sehr wohl die allgemeine oder auch ganz spezielle Vorgabe machen, überall dort, wo Menschenleben gefährdet sind, auch Meinungen oder Aufrufe im politischen Diskurs zu verbieten. In Bayern gibt es tatsächlich eine solche Anweisung des bayerischen Justizministers, beispielsweise Hasskriminalität, und das ist kein Rechtsbegriff, gemeint sind also 185, 186, 187 StGB, 130 und so weiter, solche Sachen eben nicht auf den Privatklageweg wegen Geringfügigkeit zu verschieben, sondern tatsächlich zu ermitteln und zu verfolgen. Und das ist eine Linie, die sich so ganz allmählich auch in der Justiz durchsetzt, weil sie aufgrund einer politischen Entscheidung vorgegeben worden ist. Das heißt nicht, dass die Richter auch so entscheiden müssen. Tatsächlich sind die Richter darin frei zu sagen, ach nee, ich sehe da noch keine ernsthafte Gefahr, so wie es eben die Staatsanwaltschaft in Sachsen gesehen hat, und stelle das später ein. Bloß wenn die Sache natürlich gar nicht erst zur Anzeige, zur Anklage gebracht wird, wird auch kein Richter jemals darüber entscheiden. Der erste Schritt, ob man so etwas weiter verfolgt, ist insofern eine politische Frage. Und da mag es Unterschiede geben zwischen Sachsen und Bayern oder auch von einzelnen Staatsanwälten, die vielleicht auch mit politischen Einschätzungen, die nicht unbedingt politisch, parteipolitisch sein müssen, sondern die aufgrund von einer persönlichen Einschätzung eine Gefahr sehen oder eben nicht sehen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.